Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Tobi Toast in Sittensen zwischen Hamburg und Bremen in meinem wunderschönen stinkenden kleinen Keller an einem viel zu heißen Sommertag und schaut mal, was ich euch hier Schönes mitgebracht habe. Dark Deception Chapter 3 von Glowstick Entertainment. Ist das nicht fantastisch? Richtig. Nun gut, liebe Freunde, jetzt wo wir die Frage geklärt haben, wie viele Clowns ich heute Morgen tatsächlich gefrühstückt habe, es waren by the way übrigens so etwa 5 gewesen, und wir sowieso schon beim Thema sind, würde ich sagen, wir bereiten uns mal eben ganz kurz aufs nächste Level vor und das mit einer neuen Fähigkeit, die dieses Mal mit dem wundervollen Namen Primal 4 daherkommt. Und soweit ich das richtig verstanden habe, können wir damit die Gegner stunnen, also genau dasselbe eigentlich, was wir mit diesem Special Item eben halt auch machen können, nur eben halt dieses Mal mobil. Und da würde ich sagen, wir hauen das hier einfach mal direkt auf Stufe 5. Sprintboost würde ich ja auch nochmal ordentlich mitnehmen. Teleportation machen wir auch nochmal, so gut es geht. Und ganz ehrlich, diese Telepathie, das lassen wir einfach mal, weil ich glaube, ich habe das irgendwie vorher noch nie wirklich gebraucht. Und ich denke mal, in diesem Level wird das sicherlich auch nicht so ein großes Thema sein. Gut, aber ich würde sagen, wir starten an dieser Stelle jetzt einfach mal rein. Crazy Carnival. Ja, Mensch, da haben sich die Entwickler mal wieder einen richtig lustigen Wortwitz ausgedacht. Du, ich schmeiß mich vor Lachen fast vom Sessel. Wohlgemerkt, nur fast. Ah, the circus. Those were pretty popular in my day. Nur mal so gefragt, gibt es überhaupt noch Leute, die von euch irgendwie in den Zirkus gehen? Ist das so, dass der Familienvater so an einem schönen Samstag dann so sagt, so, oh, Kinder, heute gehen wir mal in den Zirkus. Now children just sit around and what? Watch others play video games. Ja, eigentlich genau das, du. Willkommen in der Zukunft. So, dann wollen wir mal, würde ich mal sagen. Na, das sieht ja sehr vielversprechend aus. Nur mal schon mal kurz vorweg gesagt, also wenn wir hier irgendwie durch ein Spiegelkabinett müssen und dann irgend so ein Clown mit spitzen langen Zähnen dann irgendwie daherkommt und die Scheiben ableckt, dann bin ich aber sowas von raus. Das könnt ihr aber glauben. Das muss ich mir wirklich nicht antun, doch. Nicht, dass ich was gegen Clowns mit spitzen Zähnen und gelben Augen hätte. Wo denkt ihr denn hin? Also ich finde, die sind immer noch am sympathischsten. So, sag mal. Jo, servus, Leute. Was ist denn los? Schon wieder Wochenende oder was? Der Trupp ist mal wieder unterwegs, Leute. Party hard, ey. Ey, Leute, wartet doch mal auf mich, ey. Ich will mitkommen. Ich habe heute noch nichts vor. Wobei, eventuell später noch ein Livestream. Aber gucken wir mal, ne? Sag mal, wo sind die Jungs jetzt hin? Die können mich doch jetzt nicht einfach so zurücklassen. Leute, ihr wisst doch, ich bin doch übelst das Feierschwein. Party ohne mich, was soll das denn? Ey! Die haben auf jeden Fall richtig gute Laune, Alter. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Ach, das ist eins von diesen Hammerdingern mit den Glocken oben dran, ne? Hier vom Rummel. Oh, können wir da vielleicht schlagen? Geht das? Ja, nice. Komm mal rauf, Alter. Yo, sauber. Habe ich jetzt was gewonnen? Wait, das Geräusch kenne ich. Das machen meine Zuschauer auch immer, wenn ich ein Video hochlade. Sorry. Ja. Ich meins verdient. Ich glaube, ich habe die Menschheit lang genug mit meinen Videos besudelt. Ah, JP Performance hier am Start, oder was? Oh, hi. den hier. Sorry, wenn ich euch jetzt ein bisschen den Spaß verdorben habe. Ich muss jetzt leider weiter. So, und dann geht es jetzt für uns wohl in den Schlund des sehr vertrauenswürdig aussehenden Clowns mit gelben Augen und langen Spitzenzähnen. This is all a bit surreal. Durchaus. Sauron, bist du's? Oh, wait. Ich muss jetzt aber nicht rein zufällig hier diesen komischen Ring in irgendeinen Vulkan schmeißen. Da kam letztens so ein komischer alter Mann mit Krückstock um die Ecke, hat mir den Ring irgendwie in die Hand gegeben und hat gesagt, Frodo, du musst nach Mordor. Und ich dachte mir so, Junge, was willst du eigentlich? Ich glaube, das war irgendwie eine Verwechslung gewesen. Aber hey, jetzt habe ich immer einen schönen goldenen Ring. Lustigerweise werde ich auch immer unsichtbar, wenn ich den dann anlege, ja? Könnte ganz praktisch sein bei der Hochzeit, ja? Da kannst du spurlos einfach so verschwinden, Leute. Es gab keinen besseren Ausweg. So. Das sieht ja schon mal sehr spaßig aus. Was ist denn das hier? So ein Spieleparadies hier? Ich glaube, eins von den Spieleparadiesen, wo die Eltern ihre Kinder abgeben können, wenn sie keinen Bock mehr auf die haben. So, dann wollen wir mal. Nur 60 Chart kriegen wir doch locker flockig hin. Oh, guck mal, da kommen schon wieder unsere Freunde. Lass mich raten, die sollten uns lieber nicht erwischen, ne? Mal kurz ausprobiert. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich beehre sie bald wieder. By the way, schon mal erwähnt, ich habe das Spiel jetzt mal auf normal gestellt. Ich habe ja vorher immer auf leicht gespielt. Da ich aber gemerkt habe, dass das Endenlevel beispielsweise auch ziemlich easy gewesen war, habe ich das jetzt einfach mal umgestellt für ein bisschen mehr Herausforderung. Nein! Mach! Jetzt aktiviere das Ding! Was? Warum konnte ich das nicht aktivieren? War auf jeden Fall eine super Idee gewesen, das Spiel auf normal zu stellen, Leute. Ich merke es schon. Was ist das hier?
Tachchen. Ich würde nur mal gerne kurz vorbei, ha? So, könnt ihr jetzt mal bitte Ruhe geben? Ach nee, ich kann das gar nicht aktivieren. Lauf mal lieber hier, Alter. Ich sollte hier wirklich ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich nehme das alles noch ein bisschen zu leichtfertig hin. Dann schnabuliere ich mir den hier nochmal eben ganz kurz. Und weiter geht es. Oh, Gottes Willen. Nein, lass mich bloß in Ruhe, du. Was ist das hier eigentlich? Ein Portal? Komme ich damit ins Nether? Nee, komme ich nicht. Was? Sag mal, Leute, irgendwas stimmt hier nicht. Sollte das nicht eigentlich auf der Karte sein? Warum werden mir diese Pfeile da angezeigt? Die haben sich in die falsche Dimension verirrt oder so, Leute. Was ist denn hier los, ey? Ist ja geil. Vor allem, wir kommen hier mit den Charts einfach mal so gar nicht voran, merke ich gerade. So überhaupt nicht. Wir sind hier gerade mal bei 47, also beziehungsweise brauchen wir noch 47. Wie soll ich das denn machen? Das dauert ja ewig. Ja, hier nochmal eingesammelt und hi, na? Nein, du hast keine Chance gegen mich. Ich bin... Oh! Ja gut, es hätte ja funktionieren können. Es hätte ja funktionieren können. So, Freunde, neue Runde. Halt die Fresse, Tobias. Wir haben den Spruch schon oft genug gehört. Oh, ich werde eingekreist, Leute. Boah, sie gehen richtig taktisch vor. Ich merke es schon. Warte mal. Kommt der da überhaupt durch, wenn der da... Ach, der wird einfach weggeschoben. Okay, nee, ist auch in Ordnung. Kann man auch machen. Ist zwar nicht so ganz nach der STVO, aber hey, ist schon in Ordnung. Oh, ihr habt mich nicht gekriegt. Beruhigt euch mal. Was ist denn da hinten los, ey? Wo sind wir denn hier gelandet? Im Zirkus? Ja, habt ihr verstanden, ne? Mal eben kurz schnabuliert. Hi. Nein, lass mich in Ruhe. Ich bin schon wieder weg. Ihr habt überhaupt keine Chance. So, mit euren kleinen Stummelbeinchen. Dass sie überhaupt so schnell sind, das wundert mich ja, ne? By the way, sind übrigens nur noch 12 Charts, Alter. Wann habe ich die denn eingesammelt? Wahrscheinlich eben, Tobi. Also, sicherlich nicht morgen. So, warte mal, dann haben wir hier noch einen und dann ist da hinten noch einer. Ich weiß nicht, ob die restlichen dann auf der anderen Ebene wieder sind. Das kann ich leider nicht sagen, das müssen wir wohl gleich herausfinden. Ach, hier kommen wir gar nicht durch, ne? Ah, da kommen wir wahrscheinlich erst lang, wenn... Ja, natürlich, klar. Da kommen wir natürlich bestimmt erst lang, wenn wir alle eingesammelt haben. Na, das ist ja nicht so geil. So, Freunde, jetzt nur noch ein Chart und eingesammelt. Woran ich jetzt übrigens ganz gerne denken würde, wäre, dass jetzt nicht dieser komische Dämon wieder um die Ecke kommt. Jetzt müssen wir bestimmt zum Portal, das eben noch verschlossen war. Ne? Und dann geht es jetzt bestimmt für uns weiter. Und dann kommt das tolle Level, wo wir irgendwie 400 Charts einsammeln müssen. Ich freue mich schon richtig drauf, Leute. Könnt mir nichts Schöneres vorstellen, du. Und geschafft, Leute. Let's go. Ach, das war's doch jetzt noch nicht gewesen, oder? Das wäre jetzt echt lau. Doch nicht jetzt. Oh! Hi. Würdest du mich mal bitte in Ruhe lassen? Dankeschön. Oh, jetzt müssen wir... Oh, nee, jetzt müssen wir mit dem drin aushalten oder was? Da komme ich noch nicht durch. Du bleibst da schön stehen, ne? Du bleibst schön gestunt. Oh, er ist verschwunden. Thanos hat mal wieder geschlüpft, Leute. What's black and white and red all over? I'd start running before you find out. Was? Okay, ah, natürlich geht es weiter. Ich traue mich gar nicht auf die Map zu gucken. Klar. Ich meine, was anderes hätte ich auch nicht erwartet. 220 Charts, Leute. Machen wir. Oh, nee. Guck dir das an, ey. Ah, guck dir das an. Der ganze Kindergarten ist hinter mir her, Leute. Und alle wollen sein Autogramm und ein Foto. Ich habe wirklich keine Zeit. Ich habe hier noch viel zu erledigen. So, mal ganz kurz gefragt, ne? Hier fährt nicht zufällig ein Zug lang, oder? Ansonsten haben wir gleich ein Problemchen. Da muss ich rennen. Aber ganz schnell rennen muss ich dann. Oh, hier kommt wirklich ein Zug. Okay, warte mal. Planänderung. Ich setze hier mal Teleportation ein, ja? Wenn der gleich nochmal um die Ecke kommt, dann mache ich einfach mal den Tobi-Move und teleportiere mich einfach mal an ihm vorbei. Ich habe nämlich nicht unbedingt Lust, ein Leben zu verlieren. Ich meine, wir müssen jetzt hier noch 163 Charts einsammeln. Das könnte ein bisschen... Ja, warte, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Und Tobi-Move! Yeah. Habt ihr das gesehen, liebe Freunde? Überhaupt keine Chance. Ich bin diesem Spiel einfach zu überlegen, Leute. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, mich von außen nach innen zu arbeiten. Hi, Kollege. Kann ich dir weiterhelfen? Ja. Wünsche euch einen schönen Tag. Bitteschön. So, ich muss jetzt hier leider weiter. Jetzt sag mal, na was? Wo kommt der jetzt schon wieder her? Was ist das denn schon wieder für ein Assi? Ich bin diesem Spiel einfach zu überlegen, Leute. Oh, warte mal, wo kommen wir denn jetzt hier rein? Oh nein, kein Spiegelkabinett. Was habe ich vorhin gesagt, Leute? Wenn hier gleich einer von diesen Clowns um die Ecke kommt, hier irgendwo mit seiner Zunge dran rumleckt, dann ist hier wirklich Ende im Gelände. Das könnt ihr aber glauben, du. Das mache ich nicht mit. Du, dafür habe ich wirklich nicht unterschrieben. Das geht wirklich viel zu weit. So, wo sind die Dinge? Ich sehe die hier einfach. Oh, hallo.
Zum Glück ist es übrigens kein Spiegelkabinett, sondern es sieht nur so aus. Es sind nur sehr viele... You are dead. Alter, rate mal, wer gleich noch tot ist. So Leute, das sind jetzt die letzten drei Charts. Wir werden uns jetzt schon mal kurz darauf vorbereiten, dass gleich wahrscheinlich wieder dieser lustige Dämon um die Ecke kommt. Und ihr glaubt gar nicht, wie nervig das ist, das jedes Mal neu zu spielen. Nicht, weil es irgendwie schwer wäre. Ja, das war mir natürlich wieder klar gewesen. Nicht, dass es irgendwie schwer wäre. Nein, weil es einfach so unnötig, unglaublich lange dauert, Alter. Oh, das geht einen so immens auf die Nerven, wenn du immer wieder von vorne anfangen musst. Das muss doch wirklich nicht sein. Die ganzen Clowns sind jetzt auch weg, ne? Die haben keinen Bock mehr. Warte mal, mussten wir jetzt hier hin? Mussten wir jetzt hier wieder zurück? Ja, natürlich mussten wir jetzt hier wieder zurück, Leute. Let's go. So, lass es mich jetzt bitte durchhaben. Ich habe wirklich keine Lust mehr. Komm, kleiner Bosskampf und dann ist Ende. Ich habe dann ist meine Geduld wirklich weg. So, darf ich jetzt? Ja, endlich, Gott sei Dank, Alter. So, warte mal, bevor jetzt hier gleich wieder irgend so ein komischer Eumel um die Ecke kommt. Da. Oh, Junge. Kann sich jetzt hier bitte mal die Tür öffnen? Ja, natürlich kommt hier noch einer. Alter, Kollege. Jetzt aber, meine Güte, Alter, dieses Spiel, ne? Das ist echt unglaublich. Das kannst du ja echt nicht ausmalen, ne? Was das für Sadisten sein müssen, die das hier programmiert haben, ja. Vor allem, was soll das denn jetzt hier schon wieder? Warum? Warum muss das sein? Ist das denn so wichtig? Hier geht's zurück, ne? Da geht's zurück, genau. Ich habe mich eben nur vom Weg vertan, Leute. Ihr wisst, mein Navi ist ein bisschen kaputt. Ja, das war mir klar. Was denn? I've got you now, Mortal. Ich seh dich nicht. Ah, jetzt! Here we are, yet again. I'll finish you off here and take your soul. Ich würde aber aufpassen, wenn du mir die Seele klaust. Die ist dunkel und schwarz, Alter. Ich weiß nicht, ob du damit umgehen kannst. Ah, siehst du? Unsere Karies, Freunde. Na Jungs, soll ich euch mal die Zähne putzen? Er feiert sich dahin ab, Alter. Er feiert sich dahin. Oh geil, wie an den Hammer. Was muss er denn jetzt machen? Oh nee. Oh nee. Oh, Leute. Eine Sache hat der Dude übrigens vergessen, ja? Ich besitze die Macht des Neustarts. So, warte mal. So, und jetzt. Habe ich den jetzt erwischt? Ich weiß es nicht. Habe ich dich erwischt? 100% müssen wir das jetzt machen. Ah, Mann, das ist so blöd, wenn die Dudes die ganze Zeit hinter einem herlaufen, ey. Weißt du, der Punkt, wenn du Clown nicht mal mehr als Beleidigung benutzen kannst. Das ist schon echt ein trauriger Tag dann. Komm. Bam, den haben wir. Erwischt, Leute. Weg eskaliert, Leute. Überhaupt kein Problem. Easy peasy. Komm. Bam. Alter, hinter mir ist so ein ganzer Kindergarten unterwegs. Es könnten auch Fangirls sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. So, also, Kollege. Na, du bist ja groß und böse. Rein theoretisch könntest du mich mit einem Haps auffressen, aber leider bist du ein bisschen dämlich. Weshalb ich jetzt das hier mache. Volltrottel. Doch. Doch, das ist. Okay, okay, jetzt kommt der kleine komische Dämon. Dann müssen wir jetzt gleich wahrscheinlich hier lang laufen. Ja, ja, mach doch. So, okay. So, komm, wo bist du? Mann! Kann der mal aufhören, ständig vor einen zu spawnen? Der spawnt immer vor einem. 3 Uhr 28 nachts. So, reicht jetzt langsam auch endlich mal. Meine Fresse, ey. Diese blöde Kacke hier, ey. Ganz ehrlich. Boah, ey, dieses Spiel, ne? Hier, bam, Alter. Tobi-Move, ne? Was sagst du jetzt? Hast keine Chance mehr gegen mich, Alter. Ich bin weg. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Level. Und das meine ich ganz ehrlich, ey. Tschüss. Ja, Leute, sorry, dass ich gerade so ein bisschen lauter geworden bin, aber ich habe jetzt die ganze 2 Stunden aufgenommen. Die meiste Zeit habe ich damit verbracht, die Level immer und immer wieder neu zu spielen. Ganz ehrlich, wenn ich hier keine 300 Likes aufs Video knallt, dann könnt ihr euch Chapter 4 sowas von abschminken, Leute. Könnt ihr vergessen, dann spiele ich weiter Minecraft oder so. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Tobi Toast.